Wie sind Sie dann zurück nach Mainz gekommen? Oh, das ist ja wieder die Jahre. Also wir waren noch in Sehestedt gewesen. Jetzt hieß es auf einmal, die Engländer, die entlassen Künstler. Ach, denke ich, das ist gar nicht verkehrt. Ich war ja mit 16 schon im Faraday aufgetreten in Mainz, gell? Mit der singenden Säge und die kleinste Mundharmonika der Welt. Und da dachte ich, versuch's mal, gell? Und jetzt musste ich aber, weil es Kreis Rendsburg hieß, wir waren aber durch das Sehestedt jetzt wieder Kreis Eckernförde. Und da dachte ich, jetzt verleiste dir mal ein Fahrrad. Und dann bin ich dann in Kreis Eckernförde, so ein Dorf gefahren, habe das Fahrrad versteckt im Gebüsch und bin dann in das Dorf geladen und bin auf diese Behörde und habe gesagt, ich wollte mich melden zur Erntehilfe. Und dann haben die mir eine Adresse gegeben, haben mir Lebensmittelkarte gegeben und ich soll mich da und da melden. Und habe ich gesagt, ja, schönen Dank, gell, mein Fahrrad und wieder Rendsburg. Und habe mich dann am nächsten Tag entlassen lassen. Bei den Engländern. Es war auch katastrophal, wie die mit mir umgegangen sind. Die haben dann hingedeutet, waren Jude, war das so. Da sagt er, sie waren in der Partei. Und hat man das dann da, wollte man das da eintrichtern? Sag ich, war keine Partei, ich war bei der Hitlerjugend, aber wir waren ja gezwungen, wir mussten ja. Gell. Aber auf jeden Fall, ich bin dann entlassen worden, hat den Schein dann gehabt. Jetzt, wo wir da in Rendsburg waren, in Sehestedt, da war die Fährverbindung von Ort zu Ort. Und da haben wir einmal, wie wir auf der Fähre standen, kamen vier Marinehelferinnen. Und unser Feldwebel da hat die angesprochen und sagte: Mädels, wo wollt ihr denn hin? Da habe ich gesagt: Nach Berlin. Dann hat er gesagt: Wisst ihr, was euch in Berlin blüht, was da los ist? Also er hat sie so beredet, dass sie bei uns geblieben sind. Die haben für uns. Haben die genäht und gestrickt und alles Mögliche, haben auch in der Ernte geholfen. Also, es war ein nettes Team. So dachte ich, das ist so in Ordnung. Dann, auf jeden Fall waren da zwei dabei gewesen, Mädels, die waren im Raum, einem Raum Hannover oder wo sie waren. Und da haben die gesagt, die mussten ja auch entlassen werden, hatten keine Entlassung. Kannst du uns nicht mitnehmen? Da habe ich gesagt, das können wir machen. Da bin ich dann an den Schalter in Rendsburg und habe dann nochmal zweimal nachgelöst. Und da sind wir mit einem Güterzug, Personenzüge gab es noch nicht, die waren ja alle beschädigt, sind wir mit einem Güterzug, offene Waren, sind wir dran gefahren, Hamburg. Hamburg auf der Elbbrücke blieb der Zug stehen. Es war schon so halbdunkel, Kontrolle, also wurde alles kontrolliert. Was machen wir? Hab ich gesagt, ihr geht jetzt unter den Waggon. Es waren zwei Mädels unter den Waggon und wenn ich euch da grünes Licht gebe, kommt ihr wieder raus. Gell? Und so war es dann auch, dass ich mir dann noch Hannover gefahren und in Hannover sind wir da ausgestiegen. Da waren zwei Riesenzelte, waren da einmal für Männer, einmal für Frauen. Und da habe ich gesagt, da gehen wir nicht rein, katastrophal, holen wir uns allen Dreck und Krankheit. Also sind wir in die Stadt und da haben wir so ein Bankgebäude, was oben kaputt war, aber Erdgeschoss und erste Etage war in Ordnung. Und wir hatten Decken dabei und da haben wir uns, das war ja Sommerzeit, da haben wir uns da hingelegt, haben dann geschlafen. Und am Tag haben wir uns dann verabschiedet und dann bin ich dann nach Richtung Mainz gefahren. Die haben sich dann vor Ort Züge, weiß ich, wo sie hin sind. Aber wie es dann unterwegs hieß es dann, wer nach Mainz fährt, das war immer mein Punkt, nach Mainz fahren, weil es günstiger war, nach Kastel zu kommen, der wird sofort von den Franzosen wieder in Gefangenschaft kommen. Oh, denke ich, das machst du nicht, nee. Also ich bin nach Frankfurt gefahren. Und noch nicht mal nach Wiesbaden, sondern habe gedacht, in Frankfurt steigst du aus. Und da habe ich mich an der Wandersmann, das war damals die Chaussee von bis Erbenheim, und da habe ich mich da hingestellt. Da kam dann tatsächlich nach einiger Zeit, wohl eine Stunde, kam ein Traktor mit zwei Anhängern und der ist nach Wiesbaden gefahren. Waren mehrere Leute drauf und dann konnte ich dann mitfahren nach Wiesbaden. Und wann war das? Wann waren Sie denn wieder zu Hause? Das war Ende Juli 45, Ende Juli. Ja, ich wusste ja, ich hatte ja keine Verbindung mehr. Ich wusste nicht, leben Sie noch oder sind Sie nicht mehr die Familie. Habe nur angenommen, Sie sind eventuell, wenn Sie da sind, bei meiner Tante, also die älteste Schwester von meiner Mutter, in Wiesbaden, Emser Straße. Also ich bin nach Wiesbaden gefahren, Bahnhof, und bin dann zu Fuß Richtung Emser Straße gefahren, habe in so einem Geschäft, unten Blumengeschäft, habe ich da gesagt, ich möchte gerne mal mein Gepäck unterstellen, ich möchte das nicht mitnehmen, ich muss nur mal
was nachsehen. Also ich kam dann hoch in das Haus von meiner Tante, guck da oben eine Frau raus, hat mich gekannt. Ach du lieber Gott, sagt sie, der Herr Petzl, mein Gott, der Herr Petzl, ja, ihr Eltern, ach, denke ich, jetzt sind sie tot, gell. Sagt sie, was werden die sich freuen. Und also sie hat mir dann erklärt, dass die Eltern, mein Vater hatte bei Diggerhof gearbeitet, dass mein Vater bei Diggerhof eine Notwohnung bekommen hat und hat dann da bei Diggerhof gewohnt. Also dann bin ich dann wieder zu Fuß von Wiesbaden wieder in die Firma rein und am Fenster sehe ich dann, ich habe das Bild noch drin, sehe ich dann meine Mutter am Fenster, klopft dann, wie die am Ofen stand, dann ist sie aus dem Fenster gesprungen.